Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich unserer Kollegin, der Vizepräsidentin Claudia Roth, zu ihrem heutigen 65. Geburtstag. Ich gratuliere Ihnen im Namen des Bundestags. Auf Verlangen der Fraktion der AfD wird als Zusatzpunkt 17 im Anschluss an den Tagesordnungspunkt 33 eine Aktuelle Stunde zum Thema Whistleblower-Studie aus dem BMI bewertet, Regierungshandeln während der Corona-Krise als Fehlalarm, Fakten aufklären und ernst nehmen, aufgesetzt. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 25. Das ist eine vereinbarte Debatte zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die weltweite humanitäre Lage und deren Missbrauch durch autokratische Regierungen zur Einschränkung von Menschenrechten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesaußenminister Heiko Maas. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Krise, mit der wir es in diesen Tagen zu tun haben, ist anders als alle globalen Herausforderungen der jüngsten Zeit. Und sie wirkt auch in mancher Hinsicht demokratisch. Die Corona-Pandemie trifft jede und jeden von uns in unserem Alltag, sicherlich mit unterschiedlicher Wucht, aber alle erleben wir Einschränkungen und niemand kann sich davon freikaufen. Und selbst die Ansteckungsgefahr ist, solange es keinen Impfstoff gibt, für alle Menschen gleich. Egal ob brasilianischer Präsident, britischer Prinz, deutscher Fußballstar, weder Geld noch Macht schützen vor dem Virus. Was schützt, ist Abstand halten. Ganz einfache Dinge aus unserer Sicht. Wie aber sollen Menschen in überlaufenden Flüchtlingscamps oder dicht bebauten Favelas Abstand halten? Wie sollen sich Menschen die Hände waschen, wo es nicht einmal Wasser gibt, geschweige denn Seife? Was bedeutet es für die Genesungschancen, wenn ein Land wie Mali ganze 4 Beatmungsgeräte hat? Und wie soll man überleben, wenn die Preise für Lebensmittel gerade in die Höhe schnellen, wenn gleichzeitig die wirtschaftliche Existenzgrundlage wegbricht? Das Coronavirus ist eben nicht nur eine Gesundheitskrise. Diese Krise entwickelt sich immer mehr auch zu einer humanitären Pandemie, und das in einer Welt, wo auch ohne das Virus doppelt so viele Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, als in Deutschland leben. 168 Millionen. Und angesichts dieser Katastrophe ist es auch eine moralische Verpflichtung zu helfen. Doch es ist auch mehr als das. Es liegt auch in unserem ureigensten Interesse. Denn erst wenn das Virus weltweit eingedämmt ist, sind wir alle sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Krise dieser Größenordnung macht abgestimmtes Handeln im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, innerhalb einer Regierung, aber auch international. Vergangene Woche haben die Vereinten Nationen ihren globalen humanitären Hilfsplan für die Covid-19-Krise aktualisiert. Der Bedarf wird nun mit 6,7 Milliarden US-Dollar beziffert. Das ist eine Verdreifachung seit Ende März. Es fehlt nicht nur an medizinischer Versorgung, es fehlt auch an Sanitäreinrichtungen, an sauberem Wasser, Seife, an Schutzausrüstung. Flüchtlingslager müssen für mögliche Ausbrüche der Krankheit vorbereitet werden. Millionen Menschen müssen über Vorsichtsmaßnahmen aufgeklärt werden. Immer mehr Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Und die neuen Abstandsregeln machen es teurer und aufwendiger, diese Hilfe dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Die Vereinten Nationen müssen eigens eine ganz neue Logistik aufbauen, weil die Transportmittel, mit denen die Helfer und die Hilfsgüter bislang vor Ort angekommen sind, überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist übrigens ein Grund, warum wir mit unseren humanitären Partnerorganisationen die größtmögliche Flexibilität bei der Verwendung unserer Mittel eingeräumt haben. Und das war auch die dringende Bitte, die Mark Lowcock, Filippo Grandi, Henrietta Fore und Peter Maurer und viele andere an uns herangetragen haben,
Und wir haben bereits jetzt zusätzliche 300 Millionen Euro für humanitäre Covid-19-Hilfe bereitgestellt. Aber, meine Damen und Herren, auch hier inzwischen, der Bedarf hat sich verdreifacht. Und deshalb werden wir nicht umhinkommen, auch noch einmal nachzulegen. Und als einer der größten humanitären Geber, der wir mittlerweile sind, haben wir auch eine Vorbildfunktion. Wenn wir uns engagieren, und da bin ich mir ganz sicher, und das weiß ich aus vielen Gesprächen, werden auch andere Geber mitziehen. So wie wir es am 4. Mai bei der großen Geberkonferenz zur Entwicklung etwa eines Impfstoffes erleben konnten. Deutschland hat zugesagt, über 500 Millionen Euro bereitzustellen. Und durch die Beiträge von mehr als 40 Ländern und Organisationen wurden daraus 7,4 Milliarden Euro. Mittel sind das eine, Zugänge das andere. Wir sehen auch mit großer Sorge, wie die Krise das Autoritäre befördert, mit vielfach dramatischen Folgen für die Menschenrechte. Zum Beispiel erleben wir zunehmende Repressalien gegenüber Journalisten, strafrechtliche Ermittlungen und Todesdrohungen in Russland, Verhaftungen in Venezuela oder dem Iran, Einschüchterungsversuche in der Türkei, Inhaftierungen, Ausweisungen oder das Verschwinden von Journalisten in China, bis hin zu Gesetzesänderungen, die angebliche Fehlinformationen unter Strafe stellen und damit unabhängige Berichterstattung fast unmöglich machen. Und auch mitten in Europa erleben wir, wie Notstandsmaßnahmen benutzt werden, um den Rechtsstaat zu beschneiden. Gerade erst gestern haben wir hier darüber debattiert. Und deshalb begrüße ich ganz ausdrücklich, dass die EU-Kommission ein Monitoring aller solcher Notstandsmaßnahmen begonnen hat. Klar ist dabei ganz sicher, alle Staaten haben die Pflicht, Maßnahmen zum Schutz gegen Covid-19 zu ergreifen. Maßnahmen, die auch vorübergehend Menschenrechte einschränken können. Aber diese Maßnahmen müssen legitime Zwecke verfolgen und sie müssen verhältnismäßig sein und sie müssen vor allen Dingen vorübergehend sein. Und diese Abwägung werden wir einfordern als Präsidentin der Europäischen Union in wenigen Wochen, als diejenigen, die im Juli etwa die Präsidentschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben, aber auch als Mitglied im Menschenrechtsrat. Und wir werden genau hinschauen. Wir werden genau hinschauen, etwa was die Rechte von Frauen und Mädchen angeht. Sie werden in der Krise nicht nur häufiger Opfer häuslicher Gewalt, sie sind es auch, die unter Ausgangsbeschränkungen und dem Wegfall wirtschaftlicher Betätigungsmöglichkeiten am meisten leiden. Und in Zeiten, in denen persönliche Begegnungen und Reisen praktisch unmöglich sind, arbeiten wir auch an neuen Möglichkeiten, Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger zu unterstützen. Durch digitale Netzwerke oder in unseren Botschaften, wo wir im Moment gerade zu diesen Gruppen noch viel aktiver Kontakt suchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Menschen brauchen jetzt, und zwar weltweit, Solidarität. Solidarität, die genauso wenig unterscheidet zwischen Arm und Reich, Mann und Frau, weiß oder schwarz, wie das Virus selbst. Und deshalb ist es gut, dass wir heute darüber diskutieren. Und deshalb ist es wichtig, dass gerade von uns deutlich gemacht wird, bei dem, was wir tun, nicht nur hier in Deutschland, sondern dort, wo wir helfen, auf der Welt, eines deutlich wird. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und wir wollen ihr gerecht werden. Vielen Dank. Der Bundesaußenminister Heiko Maas in dieser, wie es heißt, vereinbarten Debatte im Deutschen Bundestag über Auswirkungen der Corona-Krise auf die weltweite humanitäre Lage und deren Missbrauch durch autokratische Regierungen. Herr Präsident, liebe Kollegen, meine Damen. Jürgen Braun für die AfD. Herr Bundesaußenminister, schöne Worte. Mal wieder, sehr häufig von Ihnen. Angebliche Fehlinformationen unter Strafe stellen, haben Sie wörtlich angeprangert in anderen Ländern. Könnte es nicht sein, dass wir uns da auch mal in unserem Land mit beschäftigen sollten? Mit einem NetzDG. Sie sind verantwortlich gewesen für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Internetzensurgesetz, in schlimmster Weise, wo es um Löschung von anderen Meinungen geht oder angebliche Fehlinformationen. Aber wir kommen dazu noch. Michael Ignatieff, Rektor der Soros-Universität, der wichtigste Vordenker von George Soros, sagt in der Schweizer Weltwoche, Zitat,
Der Nationalstaat bleibt die einzig legitime Quelle politischer Autorität in der Welt. Die Pandemie verstärkt die Macht des Nationalstaats, weil er die einzige glaubwürdige Antwort gibt auf die Frage, wer wird mich jetzt beschützen? Zitat Ende. Das könnte von der AfD sein, ist es aber nicht. Merken Sie eigentlich, dass ausgerechnet der linksliberale Michael Ignatieff, der wichtigste Soros-Vordenker, inhaltlich längst weiter ist als Sie alle von den Altparteien hier. Hierzulande dreht sich alles um Corona. Wir stoppen das Land um jeden Preis. Auch die humanitäre Hilfe leidet. Interessiert Corona die Menschen in Afrika? Eher nicht so sehr. In Ostafrika sind es die Heuschrecken. Dort fressen derzeit gigantische Schwärme alles kahl. Chemische Mittel, die helfen können, sind von den Grünen jahrzehntelang bekämpft worden. Grünes Jammern über Schäden durch Heuschreckenplagen in Afrika sind deshalb pure Heuchelei. Corona verdeckt die große Seuchenproblematik weltweit. Ein Beispiel: Malaria. Malaria ist gefährlicher als das Coronavirus. Wer nicht stirbt, wird wie in vielen Ländern Afrikas oder auch in Indien dauerhaft zum Pflegefall. Gegen die Mücken, die die Krankheit übertragen, müsste stärker mit DDT gearbeitet werden. Auch wenn das für grünliche Europäer ein Tabuthema ist. DDT verfügt über die beste Wirkung. Jahrzehntelange grüne Kampagnen gegen DDT haben in Afrika und in Indien verheerende Folgen gehabt, viele Menschenleben gekostet. In einigen Staaten der Welt werden abweichende Meinungen zum Umgang mit dem Coronavirus bekämpft und ausgeschaltet. Dann kommt die Internetpolizei in der Manier eines George Orwell. Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. Susan Wojcicki, der Chefin von YouTube in Europa, rutscht in einem Interview mit CNN eine entlarvende Formulierung heraus. Sie sagte sinngemäß, dass sie auch wissenschaftliche Meinungen löschen lasse, wenn diese im Gegensatz zur Meinung der WHO stünden. Diese WHO ist keine rein medizinische Einrichtung, sie ist eine politische Organisation. An ihrer Spitze steht ein äthiopischer Kommunist und der macht nur zu gerne seinen Kotau in Peking. Wohlgemerkt, die YouTube-Chefin lässt abweichende Meinungen löschen, andere Meinungen und Tatsachen löschen lassen. Das hätte sich George Orwell nicht besser ausdenken können. Das Orwellsche Wahrheitsministerium finden wir auch hierzulande. Seine fragwürdigen Helfer sehen sich als Faktenchecker oder Faktenfinder. Sie nennen sich Korrektiv und tauchen bei der Tagesschau und im ZDF auf. Doch sie vernebeln die Fakten. Sie sind Verschwörungspraktiker. Medien, die nicht ausgewogen informieren, Medien, die Selbstzensur üben, Medien, die wie der Spiegel Verlag und die Zeit Spenden der Melinda und Bill Gates Stiftung erhalten haben, und zwar in Millionenhöhe. Solche Medien sind Verschwörungspraktiker. Was würden die Grünen-Linken sagen, wenn in Ungarn oder Polen das Staatsfernsehen die Vertreter der größten Oppositionspartei über Monate hinweg nicht ins Studio einlädt? Schnell hieße es, das Staatsfernsehen sei gleichgeschaltet und diene nur der Regierung. Die EU würde Verfahren gegen diese Staaten eröffnen, wie so häufig. In Deutschland sind Regierung und Medien aber auch noch stolz darauf, nicht ausgewogen zu berichten. Panik herrscht seit 2 Monaten bei vielen Menschen in Deutschland. Die Bundesregierung hat sie verbreitet. Das Innenministerium hat die Zahl von über 1 Million Corona-Toten allein in Deutschland in diesem Jahr in die Welt gesetzt. Christliche Gottesdienste zu Ostern verboten, Treffen von Verwandten verboten, Treffen in der Familie häufig verboten, die erkrankte Mutter berühren verboten, selbstverständlich, in einzelnen Bundesländern sehr wohl. Die Hand eines Sterbenden halten verboten, Besuch von Beerdigungen verboten, Reisen innerhalb Deutschlands verboten, Eisessen verboten, Sitzen auf einer Parkbank verboten. Staatsrechtler hierzulande waren einhellig vor der Verfassungswidrigkeit beschlossener Corona-Maßnahmen in diversen Bundesländern. Professor Klaus Gerdes, Professor Florian Meinl, Professor Thorsten Kingrin, Professor Thier Thielbürger, Professor Christoph Möllers, Professor Dietrich Moswig, um nur wenige Namen zu nennen, sowie die ehemaligen Verfassungsrichter.
Professor Udo De Fabio und Professor Hans-Jürgen Papier. Sie alle beklagen die Verletzung von Grund- und Menschenrechten, nicht in irgendwelchen autokratischen Staaten, sondern hier in Deutschland. In anderen Ländern begleitet eine kritische Öffentlichkeit das Handeln der Regierung. Bei uns begleiten unkritische Medien eine grüne Kanzlerin, die pro forma eine CDU-Regierung anführt. ARD, ZDF und die anderen grün-linken Mainstream-Medien hofieren diese Bundesregierung. Es sei denn, die Grünen fangen an zu meckern. Die kleinste Oppositionsfraktion bestimmt über die Medien das Meinungsklima in diesem Land. Ich zitiere das vielbeachtete interne Papier des Bundesinnenministeriums. Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich um mehr als um einen Fehlalarm handelt. Durch den neuen Virus bestand vermutlich zu keinem Zeitpunkt eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahr für die Bevölkerung. Oberregierungsrat Stefan Kohn hat mit diesem Papier für die Wahrheit seine Karriere geopfert. Der Europarat hat beschlossen, mutige Menschen wie ihn zu schützen. Resolution 2300 letztes Jahr, auch mit den Stimmen von CDU und SPD, beschlossen. Stefan Kohn ist ein Held für Menschenrechte in Deutschland. Oh mein Gott, das war Jürgen Braun, AfD-Fraktion, mit seiner Sicht auf die Welt, übrigens live und unzensiert. Der nächste Redner in dieser Debatte über die weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise ist Frank Heinrich und er kommt aus der Unionsfraktion und überdies Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte doch noch zu Herrn Maas und zu Ihrem Thema zurückkehren, was ja unser Thema heute Morgen ist. Ich möchte ein Bild gebrauchen und dieses kleine Glas bietet mir die Gelegenheit, es vor Augen zu führen. Sie kennen alle die Situation, man ist auf einer Party, man ist in einer Gesellschaft und während man gerade trinkt oder irgendein Gefäß in der Hand hat, wird man angerempelt, unabsichtlich, und dann schwappt das da so rüber. Es ist jetzt öfter schon geputzt worden, aber... Und dann kommt natürlich kurz die Frage, wer ist da schuld dran? Wen ich da gerade bekleckert habe, das ist natürlich der Rempler. Aber eigentlich ist die Frage, und das war das Bild, was ist denn verschüttet worden? Was ist die Auswirkung? Was war vorher in unserem Glas drin? Und die Corona-Krise bringt das uns allen vor Augen. Auch sichtbar durch die Rede, die wir gerade gehört haben. Was steckt in uns, in unseren Gesellschaften? Ist das Misstrauen, Angst, Unsicherheit und Ähnliches? Oder ist das Solidarität, Güte, Hinschauen, Dankbarkeit und Freizügigkeit? Und das kommt dann über uns hinaus und schwappt in die Welt, in unserem Alltag, einzeln oder darüber hinaus. Corona hat uns die ganze Welt angerempelt und Diktaturen, Autokraten und Demokratien, wir alle versuchen, das Gleichgewicht wieder hinzukriegen. Und es zeigt sich noch stärker als zuvor, welche Werte uns tatsächlich wichtig sind. Ein solcher Schluck, eine solche Auswirkung ist auch, dass wir heute so zentral diese Debatte führen. Eine Debatte zu den Auswirkungen dieser Krise auf die humanitäre Situation und dazu war dann die Leinwand zu kurz, auch auf die weltweite Lage der Menschenrechte unter dieser Situation. Denn die Krise führt schmerzhaft vor Augen, was da vorher wirklich drin war an Ungerechtigkeiten und Schwächen möglicherweise, aber auch Stärken. Und deshalb möchte ich zuerst kurz nach Deutschland zurückkehren. Ja, wir haben alle ganz viele Nachrichten gestern, heute, die letzte Woche bekommen, teilweise nicht unbedingt die netteste mitteleuropäische Art, Aufforderungen, was wir abstimmen sollen. Manchmal alle 6 Minuten. Und doch ist das genial, dass das passieren darf in unserem Land. Hier darf jeder seine freie Meinung äußern. Hier dürfen wir dankbar sein. Das ist unsere Stärke und unsere Genetik. Und auch das schwappt heraus in unser Land. Es gibt Demonstrationen mit Sicherheitsabständen, Gerichte, die dann rechtsstaatlich eingehen auf Maßnahmen, die vielleicht ein Stück übertreten haben, und dann werden wir zurückgepfiffen. Da gibt es kritische Medienberichterstattung, die ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.
Und heute soll es um zwei Bereiche gehen. Zum einen um die weltweiten humanitären Folgen, und da hat der Minister gerade sehr deutliche Zahlen und Bereiche genannt. Und zum anderen um die menschenrechtliche Situation durch den Missbrauch dieser Lage, durch autokratische Regierungen. Man könnte auch sagen, diese Krise misst uns den Puls. Die erste Erkenntnis ist, die Ärmsten werden am stärksten betroffen. Und schwappt Ungerechtigkeit entgegen. Diejenigen, die vorher schon am Rand standen, für die das Leben vorher bereits hart war, bekommen die Folgen am allerstärksten zu fühlen. Beispiel: In den USA trifft Corona die Afroamerikaner und Latinos wesentlich häufiger und stärker als die weiße Bevölkerung. Wegen Krankenversicherungssituationen, wegen Vorerkrankungen durch schlechte Ernährung oder Niedriglohnjobs. Beispiel Simbabwe, seit einigen Wochen im Lockdown, durchs Militär durchgesetzt. Menschenrechtsorganisationen prangern das Vorgehen der Polizei an, und das ist sehr brutal. Und es ist nicht das einzige Land. Die Krise trifft mit voller Wucht die Schwächsten und Ärmsten. Menschen, die keine Stimme haben, haben weltweit am stärksten zu kämpfen. Und ich bin froh, dass wir es heute zumindest extrovertiert laut hier in den Mittelpunkt stellen. Höchst bedenklich in Zeiten von Covid-19 ist die menschenrechtlich schwierige Lage und humanitäre Situation von armen und benachteiligten Kindern, insbesondere in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern oder auf der Straße. Besonders gefährdete Personen sind allerdings auch schon Minderheiten in Gesellschaften vorher, wie zum Beispiel auch in Europa Roma, Gruppen und Personen am Rande der Gesellschaft. Unsere Reaktion, und ich habe am Anfang die Dankbarkeit ausgedrückt, sowohl die Solidarität innerhalb unseres Landes, aber auch die Zusagen einer weiteren Investition in die humanitäre Hilfe, bei der Logistik zu unterstützen, beim World Food Programme. Jetzt die EU hat reagiert, denn die Lage birgt das Risiko, dass Menschen, die wir am Rand der Welt haben, weil die Wege abgeschnitten sind, wir sie gar nicht mehr erreichen können, auch nicht mit Hilfe. Und die Zahlen, die dabei genannt werden, sind atemberaubend. Und dann ist es nicht Corona, dann ist es der Hunger, der sie umbringt. Die zweite Erkenntnis der Pulsmessung ist: Strukturelle Tendenzen werden verstärkt. Die Krise legt Schwächen offen. Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Menschenrechte sind die Voraussetzungen für diese, bei uns stolze, Demokratie. In der Corona-Zeit sehen wir eine steigende Tendenz der Einschränkung von Menschenrechten. Einige Regierungen nutzen die Pandemie, um Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, zu diskriminieren oder zu zensieren, zu unterdrücken. Wir haben einige Beispiele gerade gehört. Ich habe gesagt, Polizeigewalt in mehreren Staaten, Uganda, Südafrika, Simbabwe, in Indien. Da ist zum anderen, Ungarn ist gerade genannt worden, Gerichte bekommen Kompetenzen abgesprochen, Journalisten schon gar. In Polen soll das Wahlrecht geändert werden. Und dann zeigt sich auch Schwächen beim Schutz von Menschenrechten. Die gerade genannten Roma in Europa, Journalisten werden unter Druck gesetzt, Protestbewegungen in einigen Ländern, uns fällt da immer zuerst auch China ein, werden brutal unterdrückt. Und die, die darüber berichtet haben am Anfang, dass es hier möglicherweise um einen neuen Virus geht, die sind inzwischen gestorben worden, nicht nur an Corona. Schwerste Verstöße gegen Grundsätze von Menschlichkeit und Menschenrechten. Der Schutz der Menschenrechte, sagt Markus Beko, Amnesty International Deutschland, ist in Krisen wie der globalen Pandemie von ganz besonderer Bedeutung. Und die menschenrechtliche Lage in autokratischen Systemen ist heute höchst bedenklich. Offensichtlich zeigen sie jetzt gerade ihr wahres Gesicht. Was vorher schon im Glas war, schwappt jetzt raus und wird deutlich. Das ist in der Türkei sichtbar. Da bin ich der Bundesregierung dankbar, dass es angesprochen wurde. Da werden Tausende entlassen wegen der Krankheit, aber die Politischen müssen bleiben. Und nach der Pulsmessung, was machen wir jetzt damit? Was wollen wir denn, dass aus uns rausschwappt? Wenn uns Menschenrechte und die Würde des Menschen wirklich wichtig sind, dann müssen wir jetzt laut werden. Charakter zeigt sich in der Krise, hat Ihr Parteikollege und unser Kanzler Helmut Schmidt gesagt. Was sollen wir also tun? Zum einen denke ich, den Europarat zu stärken als Hüter von Menschenrechten, indem wir den Vorsitz auch übernehmen werden im Ministerrat ab dem November. Die Ratspräsidentschaft zu nutzen ab Juli. Bei unseren Verantwortungen bei der UN wurde gerade gesagt, hinsehen, hinhören, ansprechen. Ja, da sind wir besser geworden, aber weiter zu tun. So oft reden wir unser System so schlecht, Sie haben das übrigens gerade auch getan, als es wirklich ist. Im Wettbewerb darf es nicht mehr nur um Marktmacht und
Dollarzeichen gehen. Viel offensiver müssen wir Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigen, auch in unserem Land, aber auch weit darüber hinaus. Unsere Genetik, und damit komme ich zum Schluss, schätzen lernen, sichtbarer machen und gerne dann auch nach außen tragen, hineinschwappen lassen, nicht nur mit Geld, aber manchmal auch mit Wirtschaftsthemen. Krise ist oft eine Chance, neu auszubalancieren, was uns wirklich wichtig ist. Gerne auch dauerhaft und mit Konsequenzen, vielleicht sogar schmerzhaft und manchmal mit klarerer Prioritäten setzen, was dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte angeht. Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit, hier heute zu dem Thema so zentral zu sprechen. Danke. Frank Heinrich war das für die Unionsfraktion in dieser Debatte, in der der Bundestag über die weltweite humanitäre Lage durch die Corona-Krise diskutiert. Die nächste Rednerin ist Güde Jensen aus der FDP-Fraktion und da ist sie Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das, was seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig hier in diesem Parlament geschieht, nämlich eine kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, dass wir in Zeitungen unseres Landes kritische Kommentare darüber lesen können, dass Menschen, wenn sie sich an die Spielregeln des Infektionsschutzes halten, auch noch so seltsame Verschwörungstheorien demonstrieren können, dass unsere Wissenschaftler öffentlich streiten können und Meinungen austauschen können. All das ist weltweit leider überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Diese Krise ist ein Lackmustest für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, und wir sehen, dass viele Länder an ihm momentan scheitern. Autokraten auf der ganzen Welt nutzen Corona gerade als Blaupause, um die Arbeit von Journalisten, Oppositionellen, Aktivisten zu beschneiden und Minderheiten dafür zu diffamieren, das Coronavirus zu verbreiten und sie auszugrenzen, mehr denn je. In der Türkei, wir haben es gehört, kamen fast 100.000 Gefangene per Dekret frei. Politische Häftlinge allerdings bleiben durch Präsident Erdogan veranlasst, weiterhin hinter Schloss und Riegel. In Ungarn regiert Präsident Orban per Dekret. Das Parlament lehnte kürzlich die Istanbul-Konvention ab. Und ein neues Gesetz soll verhindern, dass Transmenschen nachträglich ihr Geschlecht ändern können. In Polen bröckelt der Rechtsstaat. Mitte April hat ein Gesetz die erste Hürde genommen, das Abtreibungen womöglich verbietet. All das im Schatten von Corona. Genau aus diesem Grund haben wir gestern auch die Europäische Grundwerteinitiative als FDP-Fraktion hier eingebracht. Und genau deshalb ist es so wichtig, Frank Heinrich hat es gerade angesprochen, dass wir heute hier in einer vereinbarten Debatte weiter zu dem Thema sprechen. Und dennoch geht es nicht nur um die Einschränkung von Menschenrechten in einzelnen Ländern. Covid-19 wirkt wie ein Katalysator im geopolitischen Wertewettbewerb. Seit Jahren macht China auf internationaler Bühne eine Menschenrechtspolitik mit Sternchen, mit ganz viel Wenn und Aber. Einem Land, in dem jährlich tausende Menschen hingerichtet werden, Journalisten, Regierungskritiker einfach mal so verschwinden. Einem Land, das 1 Million Uiguren in Umerziehungslagern interniert und den perfekten Überwachungsstaat aufbaut. Einem solchen Land dürfen wir hier nicht in dieser Pandemie einen noch so kleinen Propagandaerfolg überlassen, meine Damen und Herren. Das ist leider aber der EU vor allen Dingen bisher gründlich misslungen. Und wenn China ein großer internationaler Player sein möchte, dann müssen wir auch entsprechende Erwartungen an die Volksrepublik formulieren. China muss endlich, meine Damen und Herren, einen angemessenen Beitrag in der internationalen humanitären Hilfe leisten. Aktuell nutzt China nämlich Hilfszahlungen als Erpressungsdiplomatie und um neue Abhängigkeiten zu schaffen. Nur die Verteilung der humanitären Hilfe durch die internationalen Organisationen – und einige wurden angesprochen, das Welternährungsprogramm vorneweg – nur diese Verteilung stellt sicher, dass die Gelder auch tatsächlich ohne Erwartung auf Gegenleistung vergeben werden können. Deutschland ist weltweit zweitgrößter Geber für die humanitäre Hilfe. Der Minister hat es angesprochen. Und an dieser Stelle finde ich, ist es gerechtfertigt, auch einen Dank zu sagen an die Bundesregierung, vor allen Dingen, dass sie gerade jetzt momentan sehr zügig die vereinbarten Mittel überweist. Das ist extrem wichtig in dieser Situation. Aber, meine Damen und Herren, das reicht natürlich noch nicht. Um diese Krise mittel- und langfristig auch im humanitären Bereich abfedern zu können, müssen Auswärtiges Amt und BMZ besser zusammenarbeiten. Mitten in der größten humanitären und wahrscheinlich auch entwicklungspolitischen Katastrophe der letzten Jahrzehnte kündigt das BMZ eine riesige Umstrukturierung der Hilfen und Projekte an. Wir müssen doch aber gerade jetzt die Länder weiter mit ihren Programmen zur Armutsprävention, gegen Frauengewalt und für bessere Bildung unterstützen und nicht im Stich lassen. Aber diese erhebliche Strukturlücke
zwischen dem Auswärtigen Amt und der humanitären Hilfe und dem BMZ und der Entwicklungshilfe führt viel zu oft dazu, dass gute Projekte, erfolgreiche Projekte nicht weitergeführt werden können. Und das darf vor allem jetzt nicht passieren. Corona darf diese Länder nicht um Jahrzehnte zurückwerfen. Und meine Damen und Herren, am Ende dieser Pandemie werden wir uns die Frage stellen lassen müssen, ob wir wirklich alles dafür getan haben, dass die Würde von Menschen weltweit tatsächlich so gut es geht geschützt wird. Wir wissen, dass es nicht überall möglich ist in der Form, in der wir das hier in Deutschland kennen. Und genau diese Bewährungsprobe, der müssen wir uns hier im Parlament und gemeinsam stellen. Denn nur gemeinsam geht das. Auch Herr Braun sollte da vielleicht zuhören und nicht ans Handy gucken. Dankeschön. Güte Jensen für die FDP-Fraktion. Und wir haben eine kleine Premiere hier jetzt gleich, auch wenn man im Zusammenhang mit von und mit Gregor Gysi es sich ein bisschen schwer tut, von Premieren zu reden, wenn man bedenkt, was er alles schon gemacht hat. Aber hier kommt jetzt seine erste Rede als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist höchste Zeit, dass wir uns auch mal mit den internationalen Aspekten der Corona-Krise beschäftigen. Und es stimmt, was Sie sagen, Herr Bundesaußenminister, wir erleben eine humanistische Katastrophe und eine humanitäre Krise. Aber ich sage Ihnen eins, eine humanitäre Krise hatten wir weltweit schon lange vor der Corona-Krise. Das ist nicht neu, aber es wird Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wir dürfen nur nicht so tun, als ob in den anderen Ländern vieles nicht stimme und bei uns alles in Ordnung sei. Über 2 Millionen arme Menschen haben bisher nichts bekommen. Selbstständige Freiberuflerinnen und Freiberufler, meistens aus der Kultur- und Kunstszene, haben nichts von den 9.000 Euro des Bundes, weil man ja nur Betriebskosten abrechnen darf. Bei Ihnen sind aber Privat- und Betriebskosten identisch. Das ist absichtlich nicht geschehen. Oder die indiskutablen Bedingungen auf den Schlachthöfen. Und jetzt in Demonstrationen wird Wut und Ärger deutlich. Dass da viel Unsinn erzählt wird, dass das in die falsche Richtung geht, das wissen die meisten von uns, nicht alle, aber die meisten. Aber eins muss ich auch sagen, es bringt zum Ausdruck einen mangelnden Vertrauen in die Politikerinnen und Politiker. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie man das Vertrauen wieder stärken kann. Seit Ende des Kalten Krieges ist allerdings der Wettbewerb zwischen Ost und West weg, wer demokratischer und sozial gerechter ist. Was die Demokratie betrifft, hatte der Westen schnell gewonnen. Bei der sozialen Gerechtigkeit war das schon sehr viel schwieriger. Das Problem ist nur, dass es diesen Wettbewerb nicht mehr gibt. Und es gibt eine zunehmende Tendenz zu autoritären Strukturen, die mich sehr besorgt, ehrlich gesagt. Und ich kann Ihnen sagen, ich rede jetzt nicht von den Ländern, die noch nie demokratisch waren, sondern Länder, die schon einen bestimmten Stand an Demokratie hatten, was wir dort für Veränderungen erleben. Schauen Sie sich den Politikstil von Trump an. Schauen Sie sich an, was Erdogan treibt. Der Orbán macht sich zum alleinigen Gesetzgeber seines Landes. Die polnische Regierungspartei will nicht nur das Wahlrecht ändern, die wollen sogar, dass man nur noch per Brief den Präsidenten wählen kann. Alles indiskutabel. Und das Argument, dass autoritäre Strukturen effizienter sind, ist falsch. Wir müssen die Attraktivität der Demokratie beweisen. Aber wir haben eben auch Parteien in Frankreich, die Front National, in Deutschland die AfD, die den gleichen Weg gehen will wie jene Politiker, die ich gerade beschrieben habe. Das muss uns auch denklich machen. Bewiesen ist allerdings, dass Trumps nationaler Egoismus ebenso wie der nationale Egoismus von Präsident Bolsonaro in Brasilien gerade in der Corona-Krise schlimmste Folgen gezeigt haben. Sie haben die höchste Zahl an Infizierten und an Toten. Und die Vorstellung von Trump, einen Impfstoff nur und ausschließlich für die USA zu entwickeln, ist sowas von unmenschlich und so etwas von eigennützig und egoistisch, dass es kaum nachzuvollziehen ist. Aber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat das nichts gebracht, gar nichts bisher, um es auch klar zu sagen. Aber sie suchen alle nach den Schuldigen für den Virus, um vom eigenen Versagen abzulenken. Es gibt politische und soziale Menschenrechte. Unsere Bundesregierung redet gerne über die politischen, weniger gerne über die sozialen. Aber das ist eine Einheit. Wir brauchen beides, politische und soziale Grundrechte. Und gerade bei der Corona-Krise wird ein Menschenrecht deutlich, nämlich das Recht auf die mögliche beste Gesundheit und auf das Leben. Die Wirtschaftssanktionen der UNO und der USA, zum Beispiel gegen Venezuela, Iran und Syrien,
treffen gerade bei Corona nicht die Regierung. Die können sich immer schützen. Es trifft die Bevölkerung. Und ich sage Ihnen, wenn dadurch durch diese Sanktionen Menschen sterben, dann verletzt das das wichtigste Menschenrecht, das Recht auf Leben. Und wenn ich bei Venezuela daran denke, dass die USA sogar Söldnertruppen hingeschickt hat, ich war erinnert an die Zeit des Kalten Krieges, an Länder wie Chile und Grenada und anderes, das ist immer der falsche Weg. Übrigens, Kuba hat als erster Staat lange vor Deutschland und der EU Italien geholfen. Sie sollten mal darüber nachdenken. Sie sollten mal darüber nachdenken. Aber nun komme ich kurz zur WHO. Also, die Struktur bezahlt die UNO und damit die Staaten bei der WHO. Alles andere aus Spenden. Und dann wundert man sich, dass das Ehepaar Gates da so eine große Rolle spielt. Ja, die bezahlen ja 10% des Haushaltes. Da müssen eben die Staaten mehr bezahlen. Und warum zahlen sie nicht mehr? Wegen des ganzen neoliberalen Kapitalismus. Der Slogan war immer flexibel, effizient, weniger Staat, Staat abbauen. Und das sind die Folgen, die wir jetzt gerade zu spüren bekommen. Und ich sage Ihnen noch etwas. Übrigens, lange vor der WHO und der Bundesrepublik, das wird Sie jetzt ärgern, schon 1970 hat die DDR ein Pandemiekonzept erforschen lassen. Ja. Da gab es ein Institut für Virologie in Berlin-Schöneweide. Und das ist natürlich 1990 geschlossen worden. Und natürlich sind die Virologen entlassen worden. Und natürlich hat sich niemand für das Konzept interessiert. Manchmal ist die Arroganz der Bundesregierung bei der Einheit eben auch ein Fehler gewesen. Es wird höchste Zeit, es mal zuzugeben. Die Behandlung Kranker, die Gesundheit der Menschen muss sich nicht rechnen, darf nicht vom Markt entschieden werden. Das ist das Entscheidende. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Es wird höchste Zeit, dass wir das mal begreifen. Und deshalb sage ich, die öffentliche Daseinsvorsorge muss von der Politik gerade auch durch den Staat gerettet werden. Der Abbau der Grundrechte, den wir hier erlebt haben, muss so schnell und so vollständig wie möglich zurückgenommen werden. Und dann müssen wir für mehr Grundrechte und mehr Demokratie streiten. Das ist die Aufgabe dieses Parlaments, auch wenn es eine Fraktion gibt, die daran null Interesse hat. Aber Sie wissen welche. Danke. Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion seit Dienstag vor einer Woche. Und was passiert, wenn man nicht alle Debatten verfolgt? Man erzählt Sachen, die nicht ganz korrekt sind. Gregor Gysi hat als außenpolitischer Sprecher hier schon eine Rede gehalten. Am vergangenen Donnerstag haben uns die Kollegen darauf hingewiesen. Dafür vielen Dank. Und ich nehme meine Anmerkung, das sei seine Premiere als außenpolitischer Sprecher gewesen, natürlich ganz fix zurück. Margarete Bause ist die nächste Rednerin, Sprecherin für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie in seiner Wahlheimat berichtet, wird er richtig zornig. Zitat: Dieses lächerliche Gerede von der Menschenwürde. Es sind doch immer die Ärmsten, die jedes Unglück am meisten trifft. Und er bringt es damit auf den Punkt. Die Corona-Pandemie ist eine aktuelle globale Bedrohung. Und doch verweist sie auf schon lange bestehende humanitäre Katastrophen und Krisen, auf Hunger und Armut, auf Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen, die schon vor dem Ausbruch kaum Aufmerksamkeit und noch weniger Konsequenzen erfahren haben. Die Pandemie verschärft das Leid unzähliger, die schon bisher nicht genug zu essen hatten und kein sauberes Wasser, die krank und ohne medizinische Versorgung sind, die kein Dach über dem Kopf haben und nicht in die Schule gehen können, die diskriminiert, ausgegrenzt und unterdrückt werden und deren Menschenrechte schon bisher massiv verletzt werden. Betroffene sind unzählige Kinder, Frauen, Männer in unzähligen Ländern wie Zentralafrika, Somalia, der Sahelzone, Südsudan oder Afghanistan, wo Krisen und Konflikte zum Dauerzustand geworden sind und wo insbesondere die Kinder am furchtbarsten leiden. Die Corona-Pandemie verschärft
die Situation von Millionen von Menschen, die seit Jahren im Jemen, in Syrien, in Libyen schwersten Kriegsgräueln und Verbrechen ausgesetzt sind und für die jetzt der Zugang zu humanitärer Hilfe fast unmöglich geworden ist und die auch kaum mehr eine Chance haben, von dort zu fliehen oder die Chance haben, Asyl zu beantragen, weil die Grenzen dicht sind und die Resettlement-Programme ausgesetzt sind. Angesichts der globalen Bedrohung brauchen wir globales Denken und eine globale Kraftanstrengung. Nationalismus und Egoismus hatten schon in Vor-Corona-Zeiten katastrophale Auswirkungen und jetzt umso mehr. Globale Solidarität und die Wahrung der Menschenrechte, das muss unser Kompass in dieser Krise sein. Kolleginnen und Kollegen, unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung leisten sich Populisten und Autokraten weltweit einen Überbietungswettbewerb bei Grundrechtseinschränkungen. Sie leugnen die Realität, sie verbreiten Lügen und Verschwörungsmythen. Journalistinnen und Journalisten werden angegriffen, eingeschüchtert, festgenommen. Die Presse- und Meinungsfreiheit wird rücksichtsloser denn je unterdrückt. Beispiel Türkei, Beispiel Ungarn. Man könnte die Liste noch sehr viel länger machen. Menschenrechtsverteidiger werden noch brutaler verfolgt, eingesperrt oder umgebracht, sei es in Brasilien, in Kolumbien, Ägypten oder den Philippinen. Mit groß angelegten strategischen Desinformationskampagnen versuchen insbesondere Russland und China, demokratische Gesellschaften zu unterwandern und zu destabilisieren. Und wir erwarten hier von der Bundesregierung, gerade was China angeht, eine klare öffentliche Benennung und Verurteilung dieser Zersetzungspraktiken und keine mutlose Leisetreterei. Aber auch bei uns lenkt die Corona-Krise den Scheinwerfer auf schon lange bekannte und ignorierte Missstände, sei es das erschreckende Ausmaß häuslicher Gewalt gegen Frauen oder die miese Bezahlung in hauptsächlich von Frauen ausgeübten Berufen. Sei es die Situation in Alten- und Pflegeheimen, wo schon vor der Krise die Voraussetzungen für gute Pflege kaum gegeben waren. Sei es die moderne Sklaverei in der Fleischindustrie. Oder sei es die schäbige Weigerung, Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln aufzunehmen, aus Lagern, in denen die Menschenwürde buchstäblich im Dreck versinkt. Kolleginnen und Kollegen, kein Leben ist weniger wert. Jedes Leben ist gleich viel wert. Das ist der Imperativ der Menschenrechte. Und deshalb müssen Menschenrecht und Menschenwürde die Basis und der Maßstab auch und gerade in der Pandemiebekämpfung sein. Auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, in unserem Alltag. Es geht um Respekt, es geht um Rücksichtnahme und es geht um den Schutz der Schwächsten und der Verletzlichsten. Wenn wir aus dieser Krise, die noch lange nicht zu Ende ist, etwas lernen wollen, dann dies. Erstens. Wir müssen gemeinsam, solidarisch und vorausschauend handeln, aktiv werden, bevor es zu spät ist. Zweitens, wir müssen bei der humanitären Hilfe klotzen und nicht kleckern. Drittens, wir müssen diejenigen schützen und stärken, die die Menschenrechte und die Menschenwürde verteidigen, sei es bei uns in den Pflegeheimen, sei es im Amazonas bei der indigenen Bevölkerung. Viertens, wir müssen die Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie stärken gegen Zersetzungsstrategien von innen und außen. Fünftens, wir müssen darauf achten, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, indem wir die zivile Krisenprävention in das Zentrum der deutschen Außenpolitik rücken. Und dazu gehört es auch, keine Waffen in Kriegs- und Krisenregionen zu liefern oder an Regime, die Menschenrechte mit Füßen treten. Und sechstens, wir müssen sofort mit umfassenden und wirksamen Maßnahmen die Klimakrise bekämpfen. Denn auch die Klimakrise ist eine massive Bedrohung für die Menschenrechte. Kolleginnen und Kollegen, das wäre das Sinnvollste, was wir aus dieser Krise mitnehmen können. Danke Ihnen. Margarete Bause für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in dieser Debatte des Bundestages, in der die Abgeordneten überwiegend sehr nachdenklich und reflektiert über die weltweite humanitäre Lage in der Corona-Krise, durch die Corona-Krise debattieren. Frank Schwabe ist der nächste Redner. Er kommt aus der SPD-Fraktion und ist der Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Debatte heute so führen können, weil ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Startschuss dazu, ein bisschen den Fokus auch wieder zu verändern. Sehr nachvollziehbar haben wir in den letzten Wochen und Monaten über die innenpolitische Situation sehr stark diskutiert und uns das täglich alle berührt, auch entsprechend in unseren Wahlkreisen. Aber ich glaube, es ist notwendig, jetzt noch mal stärker wieder zu gucken auf das, was eigentlich außenpolitisch stattfindet. Und ich fürchte, dass wir nicht umhinkommen werden, weil in den nächsten Monaten uns das Thema sehr stark beschäftigen wird, weil wir leider dramatische Situationen sehen werden, die ja von einigen hier bestritten werden. Das, was wir gerade erleben, ist ja schon jetzt wahrgenommen, aber ich glaube auch historisch, irgendwann wird es wahrgenommen als ein tiefer Einschnitt in das, was in der Welt so stattfindet, wahrscheinlich der tiefste Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist dann die Möglichkeit, sich noch mal neu zu besinnen. Wenn wir überlegen, was war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, das war die Zeit, wo wir eigentlich ja, humanitäres Völkerrecht neu geschaffen haben, wo wir die Vereinten Nationen neu aufgestellt haben, wo wir angefangen haben, die Europäische Union so richtig zu organisieren. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation, wo wir uns am Ende entscheiden können und entscheiden müssen. Wollen wir in der Tat zurück aufs Nationale? Wollen wir uns besinnen auf den nationalen Blick? Oder wollen wir eigentlich eine stärkere internationale Zusammenarbeit haben? Wollen wir einen erweiterten und vertieften Multilateralismus? Wollen wir auch die Europäische Union weiterentwickeln, zum Beispiel auch in der Dimension der Gesundheit, wo die Europäische Union eben im Moment keine Kompetenz hat? Deutschland kann und muss ein solcher Akteur sein eines neuen Multilateralismus. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Initiativen auf dem Weg. Der Bundesaußenminister berichtet immer wieder darüber. Wir haben die Verantwortung im UN-Sicherheitsrat. Wir haben die Verantwortung im UN-Menschenrechtsrat. Wir haben demnächst die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Und der Kollege Heinrich hat schon darauf hingewiesen, wir übernehmen auch im November den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats, direkt anschließend an die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Ich glaube, das muss man auch zusammendenken, auch in der Dimension des Vorgehens gegen autoritäre Tendenzen. Und wir haben eben eine besondere Verantwortung im Bereich der humanitären Hilfe. Und die haben wir uns hier gemeinsam erarbeitet in den letzten Jahren. Wir als Hohes Haus haben dafür gesorgt, dass der Mittelaufwuchs in der humanitären Hilfe stattgefunden hat und dass wir mittlerweile der zweitgrößte Geber weltweit sind. Und wenn die Zahlen der Vereinten Nationen leider stimmen, dass wir in drei bis sechs Monaten wahrscheinlich den Höhepunkt der Corona-Krise weltweit sehen, dann müssen wir uns entsprechend darauf vorbereiten, weil dieser Platz im Ranking der humanitären Hilfe ist eine große Anerkennung, aber eben auch eine große Verpflichtung. Die Staaten werden genau gucken, was Deutschland macht und wie wir entsprechend vorangehen. Und auch das ist gerade schon deutlich geworden. Wir haben den ersten Hilfeaufruf aufgrund der Corona-Situation gehabt von 2 Milliarden Euro. Deutschland hat sich daran beteiligt mit 300 Millionen. Wir haben jetzt einen Hilfeaufruf von 6,7 Milliarden. Da kann man in etwa sich schon vorstellen, wenn man den Rechenschieber mitnimmt, in welcher Dimension auch Deutschland gefordert ist. Das ist nämlich im Bereich des 2- bis 3-fachen dessen, was wir auch entsprechend zugesichert haben. Und ich denke, wir hier wiederum als Deutscher Bundestag müssen alles tun, um diese Mittel auch zur Verfügung zu stellen. Ich will einen Punkt ansprechen, bei dem müssen wir im Übrigen gar nichts zahlen, sondern wir müssen nur etwas wieder ermöglichen. Wir haben jetzt, ja, es ist schwierig unter Corona-Bedingungen, aber es ist so, dass Menschen weiterhin im Mittelmeer ertrinken. Die ertrinken nämlich nicht weniger, weil es Corona gibt. Und ich finde, was überhaupt nicht sein kann, ist, dass im Moment auch die Seenotrettung durch NGOs blockiert wird. Und ich denke, wir müssen alles tun, damit Boote die Häfen verlassen können und damit sie wieder Menschen retten können im Mittelmeer. Unter dem Vorwand von Corona haben wir die Verstärkung von autoritären Entwicklungen leider gerade auch in Europa. Wir sehen das in Russland, wir sehen es in der Türkei, in Aserbaidschan, in Ungarn und in Polen. In Russland haben wir jemanden wie Herrn Kadyrov in Tschetschenien, der denjenigen droht, die entsprechend sich nicht an die Auflagen halten, sie mit der Todesstrafe zu belegen. Da muss man klipp und klar sagen, das ist nicht vereinbar mit dem Europarat. Solche Gedankenspiele sollte man tunlichst unterlassen. Ansonsten gefährdet Russland die Mitgliedschaft im Europarat, die sie gerade wieder sozusagen als Vollmitglied errungen hat. Wir haben die Situation in der Türkei, wo unter dem Vorwand von Corona Schwerkriminelle entlassen werden, während diejenigen, die politisch motiviert unter fadenscheinigen Begründungen im Gefängnis sitzen, dort weiterhin verbleiben. Zum Beispiel jemand wie den ehemaligen HDP-Chef Herrn Demirtas, aber auch meine beiden Patenkinder Hosan Can und Gündül Örs will ich hier erwähnen, die im Moment leiden unter diesen Bedingungen und die eigentlich freigelassen gehören und nicht entsprechend Schwerstkriminelle. Wir haben die Situation in Aserbaidschan,
wo jede Kritik unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung unterdrückt wird. Im Übrigen ein Land, wo wir letztens zur Wahlbeobachtung waren und es Mitglieder der AfD gab, zum Glück nicht im Deutschen Bundestag, aber in einem Länderparlament, die die Wahlen gepriesen haben als eine wunderbare demokratische Wahl. Und es war das genaue Gegenteil davon. Das zu der Frage, wie man eigentlich mit autoritären Entwicklungen umgeht. Und da könnte ich gleich weitermachen. Ungarn, Ihre Freunde, glaube ich, dort. Da, wenn man sich angucken will, wie wirklich die Corona-Situation missbraucht wird, um das Parlament auszuschalten, dann ist Ungarn leider das Paradebeispiel dafür. Und wir müssen mit aller Kraft gemeinsam dagegen vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will das Thema Polen ansprechen. Dort wird versucht, auch wiederum mit abstrusesten Verrenkungen eine Präsidentschaftswahl, die eigentlich gerade nicht möglich ist, möglich zu machen. Zusammenfassend, Covid-19 lässt manches klarer zutage treten, das Gute und das Schlechte im Inland, aber eben auch in der internationalen Kooperation. Jetzt ist die Frage, wollen wir abgleiten wieder ins Nationale, in autoritäre Entwicklungen, oder wollen wir es nutzen zu einem neuen Aufbruch des Multilateralismus, auch der Europäischen Union, im Sinne unserer Werte, unserer gemeinsamen Werte. Ich bin jedenfalls dafür. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Martin Patzl, CDU-CSU. Dankeschön, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will zwei Dinge vorab sagen, weil ich weiß, dass meine Redezeit immer sehr knapp wird dann. Und die sind mir aber so wichtig, weil sie in der Debatte deutlich geworden sind. Erstens, ich fühle mich heute so wohl und zu Hause hier und in Deutschland. Das, was die meisten von Ihnen gesagt haben, springt mir aus dem Herzen. Und das zeigt eine große Verantwortung, die wir hier einander in einem historischen Zeitpunkt übernehmen, die uns ein Stückchen adelt. Und auf dem Weg müssen wir weitergehen. Und zweitens, Herr Braun, Sie haben in einer Bemerkung gesagt, Scheinregierung der Kanzlerin. Und diese Bemerkung macht deutlich, was schlimmer ist als das Coronavirus, dass man mit Halbwahrheiten, mit Unterstellung, mit Diffamierung in keiner Weise für den Fortschritt, für die Zukunft unseres Landes wirbt. Wenn das eine Scheindemokratie wäre, säßen Sie nicht hier drin. Herr Kollege Patzelt, gestatten Sie dem Kollegen Braun eine Zwischenfrage? Ja, es geht nicht von meiner Redezeit ab. Bitte, Herr Braun. Herr Kollege Patzelt, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Patzelt, ich schätze Sie ja menschlich sehr. Ich bitte Sie doch zur Kenntnis zu nehmen, dass ich vielerlei Kritik zur Bundeskanzlerin Angela Merkel habe, vielerlei Kritik auch zur Bundesregierung, aber dass ich nicht von einer Scheinregierung gesprochen habe. Das müssen Sie falsch gehört haben. Wir werden beide das Protokoll miteinander vergleichen, und ich werde gerne das zurücknehmen. Ich habe aber öfter den Eindruck, dass durch solche Unterstellungen genau das in unserem Volk untergraben wird, was wir dringend brauchen. Vertrauen. Das haben verschiedene Redner gesagt, dass in dieser Krisensituation und überhaupt Vertrauen der Menschen das Allerwichtigste ist. Und wer die Ängste und die Wut der Menschen befördert, der schafft nicht Zukunft für unser Land. Der schafft nicht Zukunft für unsere Welt. Fangen wir an mit dem, was ich mir vorbereitet habe. Heute Morgen waren die Zahlen so, dass wir 303.000 Tote auf dieser Welt zu beklagen haben. Wir haben 4,5 Millionen Infizierte, von denen sind 1,6 Millionen wieder genesen. Das ist der aktuelle Stand von heute Morgen. Am 12. März diesen Jahres hat die WHO den Covid-19-Ausbruch zur Pandemie erklärt. Und die globale Ausbreitung dieses Virus auf der Welt provoziert den Vergleich, wie denn mit der Pandemie in den unterschiedlichen Ländern unter den unterschiedlichsten Herrschaftssystemen umgegangen wird. Ein solcher Vergleich ist wichtig und hilfreich. Nicht damit man daraus resultiert, wir sind die Besseren und wir haben es alles gut gemacht. Wir haben es in Deutschland verantwortungsvoll und gut gemacht bisher. Aber das hängt an unterschiedlichen Rahmenbedingungen, an unterschiedlichen historischen Situationen, an unterschiedlichen Abhängigkeiten. Aber wir wollen die besten Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Ländern zu unseren Maßgaben für unser Handeln machen. Eine permanente kritische Betrachtung dessen, was in unserem Land und auf der Welt vorgeht, ist das Beste, was wir tun können. Denn wir sind ein lernendes System und wir müssen gerade in Krisensituationen ein lernendes System bleiben. Die Einschätzung der Ausbreitung von Covid-19 lagen in vielen Ländern weit auseinander.
Es gab ein schnelles, konsequentes Handeln mit entsprechenden Maßnahmen. Es gab Repression, Vertuschung der Infizierungsfälle. Es gab Gewalt gegen Menschen. Es gab Wegsperren. Es gab Unterdrückung der Pressefreiheit. Wir haben das alles heute gehört. Die Gefahr der Ansteckung und der rasanten Verbreitung dieser neuen Krankheit wurde massiv unterschätzt auch. Der Staatsführung war die Kontrolle der öffentlichen Meinung in bestimmten Ländern prioritär. Zwangsmaßnahmen wie die Sperrung ganzer Städte mit rigider Isolation der Menschen gehören zu eindämmenden Maßnahmen, wie zum Beispiel die sogenannte Health Code-Apps, in der die Bürger in China ihre Gesundheitsdaten eingeben müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Funktionalisierung des Menschen. Wenn er eine Ampel in sich trägt, die grün, gelb und rot schaltet, aufgrund der Daten, die er eingeben muss, und anhand dieser Daten dann seine Rechte als Mensch in einer Weise beschnitten werden, dass er nur noch ein funktionierendes Wesen ist, aber nicht die gleichen Würde und die gleichen Rechte hat. China hat von Anfang an eine Informationssperre verhängt. Es hat ein Labor geschlossen, es hat die Laboruntersuchungsergebnisse unter Verschluss genommen oder vernichten lassen. China hat einen Arzt, der frühzeitig auf die Ansteckungsgefahr hingewiesen hat, mundtot gemacht. Er ist dann leider noch verstorben. Das zeigt, welche Gewalt ein Staatsapparat hat, wenn er sie sich nimmt und wenn er nicht demokratisch kontrolliert wird. Das ist bei uns Gott sei Dank anders. Vergleichen wir es im Iran. Im Iran gab es 112.725 Infizierte, 6.783 Todesfälle. Schon im März 2020 gehörte der Iran neben China, Südkorea, Italien zu den stärksten betroffenen Staaten. Wie ist er mit dieser Situation umgegangen? Engpässe, vor allen Dingen bei Medikamenten, Hunger, Nahrungsmangel, lassen wütende Menschen auf die Straßen gehen. Gefangene brechen aus den Gefängnissen aus, weil sie sich vor einer Ansteckung gefürchtet haben, weil die Verhältnisse dort unzumutbar sind. Sie werden eingefangen, sie werden erschossen, ohne Gerichtsurteil, ohne irgendeine Verhandlung oder eine Diskussion. Das einzelne Menschenleben zählt auch in dieser Krise nicht. Der Machterhalt einer Regierung, hier der Mullah-Regierung, hat Priorität. Dagegen Taiwan, auch in Südostasien, mein Beobachtungsgebiet. Das Land hat bis heute nur knapp 2 Fälle pro 1.000 Einwohner an Erkrankten. Es hat insgesamt 7 Todesfälle zu verzeichnen. Von 440 Infizierten sind 375 Menschen bereits genesen. Wie kann das kommen? Durch die geografische Nähe zu China und durch die hohe Zahl von Pendlern, 1,5 Millionen arbeiten in China, hatte man eigentlich erwartet, dass in Taiwan sich die Epidemie auch die Pandemie sehr schnell ausbreitet. Das wären die besten Voraussetzungen gewesen dafür. Es gab in Taiwan keine Ausgangsbeschränkungen. Universitäten, Schulen, Restaurants, Geschäfte, selbst Fitnessstudios blieben offen. Aber seit Beginn der Krise wurde im Januar intensiv getestet. Aus der SARS-Epidemie in 2003/2004 gelernt, hat sich das Land auf die zukünftigen Epidemien eingestellt. Systematische Katastrophenpläne lagen vor. Eine institutionelle Struktur von Gesundheitsämtern wurde errichtet. Bereits Mitte Januar machten 2 Virologen, die von Taiwan aus in Wuhan waren und zurückkamen, die WHO aufmerksam, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und die taiwanische Regierung hat zusammen mit den Menschen alles getan, um die kleinen Brandherde, so wie wir es jetzt in Deutschland versuchen wollen, zu entdecken, zu definieren und dort die Beschränkungen zielgenau vorzunehmen. Am 25. Januar schloss Taiwan dann seine Grenzen für Besucher aus der Volksrepublik China, Hongkong und Macau. Und gleichzeitig erarbeiteten die Behörden eine Datenbank, die die Informationen der Gesundheitsbehörde mit denen der Einwanderung und Zollbehörde zusammenfasste. Und so konnte man die Reiserouten, Kontaktwege und Krankheitssymptome jedes einzelnen Einreisenden verfolgen und zu einem sehr frühen Zeitpunkt durch strafbewährte Quarantänemaßnahmen für Personen mit Ansteckungsverdacht die Infektionsketten frühzeitig unterbrechen. Eine umfassende und transparente Berichterstattung sorgte dafür, dass die Bevölkerung den Aufforderungen der Regierung nachkam, sie ernst genommen hat, auch ohne offiziellen Lockdown ihre Alltagsaktivitäten beschränkte. Der wirtschaftliche Schaden ist in diesem Land bisher bedeutend geringer als in den anderen südostasischen Staaten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder muss betont werden, nur der Schutz der Freiheit kann uns retten.
auch in einer solchen Epidemie. Das klingt erstmal widersinnig und manche waren der Verlockung ausgesetzt, den Diktaturen mit ihren rigiden Maßnahmen zu folgen und sagten, das hat die größere Wirkung. Wir beobachten das weiter sehr interessiert. Ich glaube, die Freiheit des Denkens, der Wissenschaft, der Bewegung, der wirtschaftlichen Betätigung, die Freiheit der Medien, die Freiheit zum politischen Diskurs und auch zu Demonstrationen und auch die Freiheit der Diskussion über Tod und Leben in einer Form und Weise, die nicht diffamiert, die nicht unterstellt, die nicht populistisch ist, die nicht ihre eigenen Ziele und Absichten sucht, sondern ein offener Diskurs hilft uns allen weiter. Die Bewältigung der Bedrohung von Covid-19 zeigt auf, wie gefährlich das Zurückhalten von relevanten Informationen oder deren Manipulationen sind. Herr Kollege. Ja, jetzt bin ich soweit. Ja? Sie haben es geahnt, nicht? Ja. Ich sage noch meinen Schlusssatz, der ist mir noch mal wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schauen immer viel auf unsere Regierung. Wir schauen viel auf die Medien. Wir alle sitzen hier zusammen. Wir alle haben Einfluss. Wir alle geben durch unser persönliches Zeugnis Anlass zum Nachdenken. Und das sollten wir überall, wo wir auftreten, tun. Gegen alle Mythen, gegen alle Halbwahrheiten. Halbwahrheiten sind die schlimmsten Lügen. Gegen alle Verdächtigungen sollten wir offen, sachlich, transparent eintreten. Und ich glaube, dann werden wir die Krise auch in Deutschland bewältigen. Ich wollte noch sagen, darf ich mal einfach. Wir sitzen alle in einem Boot. Und die Krise macht deutlich, ökologisch und wirtschaftlich, denken wir das mal nur alles weiter, kommen wir nicht mehr drum hin, global zu denken und zu fühlen. Wer das nicht tut, der hat's, dem ist nicht zu helfen. Martin Patzelt war das für die Unionsfraktion. Und bei so viel Nachdenklichkeit wird auch der Bundestagspräsident milde, was die Zeitüberschreitung angeht. Der nächste und auch schon vorletzte Redner in dieser Debatte ist Peter Heid. Er kommt nochmal aus der FDP-Fraktion, ist Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, beim Kollegen Disi habe ich kurz gedacht, jetzt fängt er gleich an und singt Internationale. Mit unserem Thema hatte das aber irgendwie nichts zu tun. In vielen Ländern weltweit werden derzeit Notstandsgesetze erlassen, die die Menschen vor Covid-19 schützen sollen, jedoch zu Repression, Stigmatisierung von Minderheiten und der Einschränkung von Meinungsfreiheit missbraucht werden. Wer nun glaubt, es handelt sich bei diesen Ländern ohnehin nur um die autokratischen Staaten dieser Welt, der irrt. In zahlreichen europäischen Ländern, zum Beispiel werden die Bekämpfung von Corona dienenden Bestimmungen gezielt gegen die Angehörigen der Roma-Minderheiten genutzt. In Bulgarien etwa werden Roma zu Sündenböcken gemacht, das Gerücht verbreitet, aus Westeuropa zurückgekehrte Roma hätten das Coronavirus eingeschleppt. Die Roma werden durch verschiedene Maßnahmen immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Maßnahmen zielen auf die Verelendung ganzer Siedlungen ab und nehmen den Tod möglicherweise tausender Menschen billigend in Kauf. Rassismus gegen Roma hat in diesen Zeiten Hochkonjunktur. Sollte hier nicht schnellstmöglich eingeschritten werden, droht eine humanitäre Katastrophe. Die Bundesregierung ignoriert das. Ihr legen keine Erkenntnisse über einen Anstieg von Hetzkampagnen und Gewalt gegen Roma in Ländern wie Bulgarien, Ungarn, Rumänien oder der Slowakei vor. Eine solche Antwort ist nicht nachvollziehbar. Herr Außenminister, wir Freien Demokraten fordern die Bundesregierung auf, Roma und Sinti vor einer Ethnisierung der Corona-Krise und damit einhergehenden Maßnahmen und Übergriffen gerade innerhalb der EU zu schützen. Ein Blick vor die eigene Haustür reicht also bereits aus, um zu wissen, dass es auch europäische Regierungen gibt, die die Corona-Krise ausnutzen, um ihre eigene Macht zu festigen und Demokratie und Menschenrechte zu untergraben. In Ungarn, wohlgemerkt ein EU-Mitgliedstaat, regiert Präsident Orbán per Dekret, zeitlich unbefristet. Das ungarische Parlament ist quasi entmachtet. Anlass zur Sorge besteht also vor allen Dingen dann, wenn Parlamente in Entscheidungen nicht mehr eingebunden sind. Wir müssen aufpassen, dass durch Corona eine Verschiebung der grundrechtlichen Blickwinkel eintritt. Covid-19 darf nicht als Ablenkung von Gesetzesmaßnahmen genutzt werden, die darauf abzielen, Menschenrechte und Meinungsfreiheit einzuschränken. Menschenrechte, liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschenrechte werden heute weltweit mehr denn je offen in Frage gestellt. Ohne Druck von außen wird sich daran auch nichts ändern. Die Bundesregierung muss im Rahmen der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft, das haben schon einige gesagt, aber wirklich einen wirksamen Schutz der Menschenrechte fordern.
und auch gerade hier in Europa. Es ist nicht hinnehmbar, dass mitten in Europa ohne spürbare Konsequenzen Länder sich zu einer Diktatur entwickeln. Das Auswärtige Amt sagte vorgestern in einer Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, die Bundesregierung sei im Dialog mit Ungarn. Okay. Es darf aber doch wirklich stark bezweifelt werden, dass hier ein Dialog noch ausreicht. Die Einhaltung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit darf nicht nur eingefordert werden, sie muss auch durchgesetzt werden, notfalls eben mit Sanktionen und der Streichung sämtlicher Subventionen. Im Interesse einer stabilen Demokratie in Europa, aber auch, weil wir sonst selbst uns jeder Möglichkeit verspielen, uns in anderen Ländern glaubhaft für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Vielen Dank. Peter Heidt war das für die FDP-Fraktion in dieser Debatte über weltweite humanitäre Konsequenzen aus der Corona-Krise. Und jetzt kommt der, wie der Bundestagspräsident gerade sagte, voraussichtlich letzte Redner, Sebastian Brehm, nochmal für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist die dunkelste Stunde der Menschheit in meiner Lebenszeit. So sagte es die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, auf einer Pressekonferenz Anfang dieses Jahres oder im April dieses Jahres mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation. Und sie blickte insbesondere auf die aktuelle humanitäre Lage in den Kriegsgebieten und in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und natürlich, das merken wir in unserer politischen Arbeit täglich, sind die Industriestaaten hart von der Krise betroffen. Aber wenn man in die Entwicklungsländer und in die Schwellenländer sieht, dann führt die Corona-Pandemie nicht nur zu einer Krise, sondern zu einer humanitären Katastrophe. Die Gesundheitssysteme sind in der Regel zu schwach, um mit den gesundheitlichen Folgen der Pandemie zurechtzukommen. Sie kollabieren. Es gibt keine ausreichende Strom- oder Wasserversorgung, keine Möglichkeiten für Hygienemaßnahmen. Es gibt Hunger und Elend. Es gibt kein Sozialsystem, keine staatlichen Hilfen wie bei uns im Land. Die Ärmsten der Armen sind betroffen und die aktuelle Situation trifft sie mit voller Wucht, ohne große Chancen. Hinzu kommen verantwortungslose Staatschefs, die die Krise zu nutzen versuchen, um ihre Macht auszubauen. Menschenrechte spielen dabei keine Rolle. Eines der traurigen Beispiele ist Venezuela. Laut Angaben der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR hat die humanitäre Katastrophe schon vor Corona eine der größten Flüchtlingsströme der letzten 10 Jahre ausgelöst. Im erdölreichsten Land der Welt sind seit 2015 rund 4,5 Millionen Menschen aus Hunger und Armut in die Flucht getrieben worden. Bis Ende 2020 wird es nach den UN-Schätzungen rund auf 6,5 Millionen Menschen ansteigen. Ob es Ironie oder ernst gemeint war vom Präsidenten im Fall dieser, seiner Bevölkerung zu Hause zu bleiben und Netflix zu schauen. Wohl wissend, dass große Teile des Landes überhaupt nicht über Strom verfügen und wenn, dann nur über 2 oder 3 Stunden pro Tag. Die regelmäßige Versorgung mit sauberem Wasser erreicht zum jetzigen Zeitpunkt 6% der Bevölkerung. 94% der Bevölkerung erhalten Trinkwasser nur ab und zu und in unregelmäßigen Abständen und in schlechter Qualität. Die Menschen stehen also vor der Frage, ob sie entweder zu Hause bleiben oder verhungern oder ob sie zur Arbeit gehen und ungeschützt dem Coronavirus ausgeliefert sind, wenn sie überhaupt eine Arbeit haben. Dazu kommt die aktuelle Versorgungskrise mit Benzin und damit auch mit dem Transport von Lebensmitteln. Die Hyperinflation leistet ihren Beitrag, dass Lebensmittel überhaupt nicht mehr erschwinglich sind und das Gesundheitssystem ist fast komplett zusammengebrochen. Präsident Maduro herrscht weiter und tritt die Bevölkerung mit Füßen. Kein Zugang zu medizinischer Versorgung, kein Zugang zu Wasser, keine faire Berichterstattung, Einschränkung der Pressefreiheit. Oder schauen wir nach Brasilien. Der brasilianische Präsident Bolsonaro lehnt entschlossen alle Warnungen der WHO ab. Brasilien wird zum Hotspot der Pandemie. Unvermindert geht aber in dieser Zeit die Abholzung des Regenwaldes weiter. Es ist nicht nur die Vernichtung eines lebensnotwendigen Ökosystems, sondern auch die Vertreibung der vielen indigenen Gruppen im Amazonas-Regenwaldgebiet. Übrigens, die Zahlen sind erschreckend. Im ersten Quartal 2020 wurden 800 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Es sind über 100.000 Fußballfelder. Aber Bauruns vor der Haustür in Europa wird zum Beispiel in Ungarn die Krise genutzt, um der Regierung von Viktor Orban unbegrenzte Macht zu verschaffen.
Mit einem Gesetz am 30. März 2020 wurde in der ungarischen Nationalversammlung dem Präsidenten ermöglicht, ohne Zustimmung des Parlaments, bei uns undenkbar, ohne Zustimmung des Parlaments per Dekret zu handeln. Und die Pressefreiheit wurde eingeschränkt, indem jeder, der der Regierung nicht passende Meinungen darstellt, mit bis zu 5 Jahren Haft belegt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Auftrag ist es, auf diese Menschenrechtsverstöße und auf die prekären humanitären Situationen in den Ländern immer wieder und unermüdlich hinzuweisen. Und wir werden helfen. Wir sind ein starkes Land, trotz der Krise. Und wir müssen mit dieser Privilegierung und mit der damit verbundenen Verantwortung immer wieder umgehen und dieser auch bewusst werden. Deutschland kommt dieser Verantwortung nach. Herr Kollege Brehm, ja, bitte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage zur AfD? Bitte schön. Danke, Herr Kollege, für die Möglichkeit, hier diese Frage zu stellen. Herr Kollege, in den letzten Tagen habe ich ja viele Reden im Zusammenhang mit der Corona-Krise gehört. Und vieles lief eigentlich immer auf denselben Tenor hinaus, nämlich auf den, dass wir in dieser Situation verpflichtet sind, solidarisch zu handeln. Und das heißt im Klartext eigentlich auch, einen Teil der Schulden, die in Europa entstanden sind, mitzuzahlen. Und das, was ich hier jetzt in dieser Debatte höre, geht noch einen Schritt weiter, dass wir auch solidarisch bezüglich des Restes der ganzen Welt sein müssen. Und das ist natürlich auch immer verbunden mit Geldzahlungen. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Sie wissen ja, dass dem deutschen Steuerzahler von einem verdienten Euro nicht mal 48 Cent bleiben, weil wir nämlich Steuerzahler-Weltmeister sind. Und deswegen frage ich Sie, wo für Sie denn ganz persönlich vielleicht die Obergrenze der steuerlichen Belastung liegen würde, wo auch Sie sagen würden, tut uns leid, wir können unsere eigenen Leute nicht immer weiter belasten, auch wenn wir glauben, aus humanitären Gründen die Welt retten zu müssen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von Ihnen gern wissen würde. Danke sehr. Also, Herr Kollege, ich lade Sie gerne zu der nachmittäglichen Diskussion über das Corona-Steuerhilfegesetz ein, in dem ich auch spreche zu den steuerlichen Belastungen in unserem Land. Aber es ist schon ein Hohn, wie Sie es darstellen, wenn Sie sagen, dass wir keine humanitäre Hilfe leisten sollen. Denken Sie wirklich an die vielen armen Menschen in Venezuela. Die haben nichts zu essen, die haben keinen Strom, die haben keine Chance zu überleben. Und wenn wir hier nicht einschreiten und wenn wir hier nicht helfen als starkes Land, als Industrienation, wir sind privilegiert in der Welt mit unserer Industrienation, mit unserer Stärke. Wenn wir hier nicht helfen, kommen wir unserer Verantwortung, unseres Staates nicht nach. Und das, was Sie heute gezeigt haben, dass Sie im eigenen Land wieder nur Kritik und Hass schüren, um zu destabilisieren. Übrigens, wenn wir nicht helfen, kommen auch viel mehr Flüchtlingsströme. Vielleicht ist es auch Ihr Wunsch, weil das ist Ihre eigene politische DNA ist. Ansonsten ist Ihr Auftrag im Bundestag verwehrt. Und deswegen glaube ich, wir werden helfen und wir müssen helfen und wir werden uns auch dafür einsetzen. Das ist unsere urchristliche Verantwortung auch in unserem Land und der kommen wir auf jeden Fall nach. Und wir kommen der Verantwortung nach mit einem ersten Schritt von 300 Millionen Dollar, davon allein 300 Millionen Euro, davon allein 40 Millionen Euro für das Welternährungsprogramm, dringend notwendig. Aber dass diese Hilfe auch dort ankommt, wo sie ankommt, haben wir auch vielen zahlreichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, übrigens auch vielen Organisationen, die vor Ort wirken. Und deswegen sei es an dieser Stelle auch mal, glaube ich, angezeigt, dass wir diesen vielen Helferinnen und Helfern und diesen Organisationen sind ganz besondere Menschen auch mal von Herzen Danke sagen. Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland schaut nicht weg. Deutschland hilft. Und wir werden auch nicht wegschauen, wenn es zu Einschränkungen der Menschenrechte in der Welt kommt. Denn die Menschenrechte sind Grundlage für Frieden. Die Menschenrechte sind Grundlage für Wohlstand, für soziale und gesellschaftliche Teilhabe und für Gerechtigkeit. Und wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen und mahnen. Und deswegen danke ich dafür, dass es heute an dieser zentralen Stelle diese Diskussion gibt. Herzlichen Dank.